So, Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei House of Ashes mit Jason diesmal. Haben wir ja letzte Folge erfolgreich hier dieses Hirtendorf eingenommen. Gehen ja hier mit den Bewohnern und Bewohnerinnen leider nicht besonders nett um, sondern eher sehr rabiat. Gerade Rachel hat sich da ja wirklich durch äußerste Brutalität ausgezeichnet. Wir haben ja letzte Folge uns entschieden, mit Jason nicht auf den Bewohner einzuschlagen. Stehe ich auch nach wie vor zu der Entscheidung, wäre halt unangemessen gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier machen müssen. So, ja. Hier gibt es irgendwie nichts, was wir tun können. Da können wir die Hütte verlassen, die können wir auch nicht. Da gibt es auch nichts. Ach, hier können wir raus, okay. Gut. Ich will, dass Sie den Hof durchsuchen, und zwar jeden Winkel. Wir wissen ja, Samir, den wir mögen, ist auf dem Weg mit seiner Einheit hier auch hin. Das wird wahrscheinlich gleich blutig werden. Nick? Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn er Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Also. Das war ja tatsächlich im... ich mach mal einmal noch mal kurz was am Ton. Sorry, Leute. Und zwar stellen wir die Dialoge ein bisschen lauter doch. So. Tatsächlich war es ja... durchaus so, dass man ja wirklich nichts gefunden hat und dadurch die eingesetzten Kräfte sehr schnell sehr starke Zweifel an der Sinnhaftigkeit und an der Rechtmäßigkeit ihres Einsatzes hatten. Gut, das ist natürlich wiederum ein Zeichen. Haufen Gasmasken hier. Das scheint ja dann doch eher darauf zu deuten, dass hier vielleicht sogar was sein könnte. Ich meine, das Spiel kann sich ja durchaus von der Realität auch unterscheiden. Oh. Ach, jetzt kommt wieder Rachel, die alte CIA-Hexe da. انا بشخص الحكومة الامريكية. انت في موقف صعب جدا. مهم انك تقول الحقيقة. فين مدخل المخزن؟ Alter, was mich nach wie vor etwas stört und wundert, ist, dass teilweise wirklich unsere Suchsequenzen abgebrochen werden durch einfach, ja, diese Cutscenes. Also, das ist Heroin. Oh, Heroin. Das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Oh, Raketenbeschuss auf den Helikopter. Oh, Schüsse. Oh, getroffen. Fuck! Er saß! Oh nein, Joey, den mögen wir doch. Ihr Arschlöcher! Oh Mann. Oh! Man Fuck. Down, man Scheiße, down! Scheiße, beschissener Scheiß! Oh. Boah. Das war nah. Runter, runter! Scheiße, Joey, ey, den mögen wir doch, Freunde und Freundinnen. Sicht den da oben! Feuer erwidern! Ich hoffe aber auch, dass Los! Wir... Los! Oh nein, jetzt muss ich hier... Och Gottchen. Joey! Aber ich dachte gerade, ich müsste hier richtig Ego-Shooter-mäßig unterwegs sein, aber zum Glück nicht. Das war verdammt knapp! Geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Vielleicht hätten wir doch Luftunterstützung mitnehmen sollen. Halt! Warten Sie! Atomo! 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 Och nee, auch noch Samir, den mögen wir doch auch. Jetzt müssen wir uns bestimmt gleich entscheiden zwischen Samir und Joey, zwischen beiden, denen wir mögen. Die wir mögen, meine ich. Oh, das sind ganz schön viele, ne? Fick dich! Ach, Joey! Die Wichser sind schwer zu treffen. Sie rücken vor! Wir müssen zu Joey! Umgeben!
Oh Gott, der arme Joey. Ja, ihr mich auch. Oh, ich hab einen, Freunde. Heizen wir ihn mit WP ein. Kein Phosphor auf Menschen schmeißen. Na, komm schon. Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken. Nachdenken worüber? Wir werden massakriert. Ist WP jetzt genehmigt? Aber ich meine, es geht um Joey, ne? Da müssen wir schon dann... Ja. Feuer frei! Wow! Ja. Ich halte sie auf. Gebt mir Deckung und holt Joey da raus. Oh, Mist. Shit. Jetzt holt Joey da endlich raus, Jungs. Oh, den haben wir. Freunde und Freundinnen, den haben wir. Joey ist gerettet. Alter, was war der denn? Nick, Alter, einfach Superheldenrolle gemacht. Joey! Verdammt, ich sterbe, Nick! Nein! Bullshit, Mann! Ich weiß, es tut weh, aber du stirbst doch nicht! Halt still, ganz ruhig. Das ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still! Joey, halt durch! Och, nee. Ich bete für dich. Freunde und Freundinnen, wir haben tatsächlich Joey an dieser Stelle verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir das hätten verhindern können. Worauf wartet ihr? Ausschwärmen und kämpfen! Ja, weiß ich noch nicht. Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Oh, der geht auch kaum. Geht es noch schlimmer? Was geht denn jetzt so? Erdbeben. Auf den Boden, sonst blass ich dir deine verdammte Birne weg. Nee, auf den schießen wir nicht, der läuft ja nur weg. Nein. Oder doch, oder nein? Nee, auf den schießen wir nicht. Der läuft ja einfach nur weg, das ist ein armer Zivilist. Fuck! Spricht denn hier keiner unserer Sprache? Der hat damit ja gar nichts zu tun, so. Oh nee! Schieß nicht daneben. Das ist Samir, oder? Ausgerechnet Samir, oh nein, oh nein, oh nein. Schluss mit dem Kind. Ach, Salim hieß ja nicht Samir, ups. Ganz halt vertan. Ja, aber guck mal, Freunde und Freundinnen, ich glaube. Alter, was geht denn jetzt ab? Unmöglich. Was passiert da? Rachel! Rachel! Scheiße! Salim! Oh, der Tempel aus dem Prolog? Ach du Schande. Was zur Hölle ist denn gerade passiert, Freunde und Freundinnen? Aber guck mal, wie schön das war. Also, was heißt schön? Man hat eine Kriegssituation, daran ist gar nichts schön. Aber wir haben uns entschieden, mit Jason nicht auf den weglaufenden Zivilisten zu schießen. Und im Gegenzug hat Salim dafür Jason verschont. Weil sie dann so gesagt haben, so komm, bringt doch jetzt auch nichts. Und gerade Salim, der eh nur nach Hause zu seinem Sohn sehen wollte, um ihm da ein Geschenk zu machen, zu seinem Geburtstag und alles. Na gut, aber gehen wir weg von der Situation, gehen wir jetzt Marvin? Hier rein, was hier gerade passiert ist. Wir sind in diesen Tunnel gefallen. Drücke Q zum... Okay, wir können jetzt offensichtlich durchgehend unser Gewehr hier benutzen. Zumindest zum Leuchten. Ja, wir sind hier in irgendein Tunnelsystem gefallen.
Und der Eingang davon war ja definitiv hier der Tempel von den Nakadan, oder wie die hießen da aus dem Prolog. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Frage ist, wo sind alle anderen? Also Joey ist auf jeden Fall tot. Irgendein anderer von den anderen Soldaten ist auch gefallen. Der hatte so eine Gasmaske auch, deswegen wissen wir nicht wer. Okay, und jetzt... Jason! Boah. Bin gleich da! Ich komme! Okay, da geht's nicht her. Okay, ach da vielleicht? Ah, hier geht's weiter, okay. Du willst mich wohl verarschen. Was zur Hölle war das? Alle, ich habe mir sagen lassen, das soll der ungruseligste Teil von allen sein. Aber das war jetzt gerade schon wieder... Ich meine, war halt wieder auch ein billiger Jumpscare. Muss man ja an der Stelle ganz so offen sagen. Vor allem mit diesem Geräusch und diesem plötzlichen... Aber es hat mich trotzdem erschrocken. Alter, wer ist er denn? Was ist das? Was war das? Ein hässlicher Frosch. Junge, einfach ein Frosch, Mann, oder sowas. Weil jetzt kein... Boah, das sah aber irgendwie auch mehr eklig als... Was ist das hier? Aber wieso zur Hölle... Bist du's, Nick? Also wussten die Hirten, worauf sie leben? Wussten sie es nicht? Wer weiß es? Was haben wir denn hier? War das vielleicht insgeheim oh, auch das, in wonach... Gottes Namen sind wir gelandet. Wonach hier Eric und Dingsabums wir gesucht haben? Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant Kay, reiß dich zusammen. Augen auf. Ich meine, wir wissen ja, er hat wirklich was gesehen, aber wenn er ihm das jetzt... Nee. Alles gut. Hatte nur nicht erwartet, in ein verdammtes Erdloch zu fallen. Wenn er ihm das jetzt sagen würde, dann wird er den ja für noch verrückter erklären und... Ich meine, wir wissen ja selber nicht, was wir da gesehen haben, ne? Und, was ist das hier bloß? Passe. War nie gut in Geschichte. Okay, also die große Frage ist ja tatsächlich, haben die Hirten gewusst, worauf sie da leben? Und haben sie das vielleicht gewusst, was... Ach, guck mal, da haben wir ein Geheimnis entdeckt. Oh, Scheiße. Wo sind deine Zähne, Kumpel? Stimmt, der hat gar keine Zähne. Wäre mir jetzt ehrlicherweise nicht aufgefallen. Wenn ich's, wenn's nicht gesagt worden wäre, aber... Da ist noch was zum Angucken. Hey, da geht's nur raus. Dann gehen wir erstmal da oben noch die Treppe hoch. Ob wir da irgendwas finden. Also, was mich ja erstaunen würde, ehrlicherweise, wäre... Na, da haben wir eine neue Vision. Alter, irgendjemand ist in so einen Schlund reingezogen worden. In eine Enge, wie uns die Vorausahnung freundlicherweise mitteilt. Ich glaube ja fast, dass Eric und Jessica hiervon gewusst haben, also dass die bewusst die Leute hier hingeschickt haben, dass sie genau das gesucht haben. Das ist schwerer, als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert.
Das ist Mervyn. Mervyn. Oh Gott. Oh Gott, dem geht's ja gar nicht gut. Mann, ich versuch's doch. Hör endlich mal auf zu zappeln. Fuck. Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch. Oh. Fuck. Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du? Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Hab Morphium dabei. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf, okay? Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Wache? Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Was war das? Komm jetzt los! Was ist mit ihr? Los! Holy was shit! Ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr! Oh, weg hier! Also, man muss ja sagen. Zack! Er verblutet! Wir müssen das verarzten! Scheiße! Das ist schlimm. Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spucke es einfach aus. Ungelogen. Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns hören. Bleib dir still. Mann, gib mir das Morphium. Die Fresse, Mann. Du musst still sein. Also, während man ja bei allen anderen Teilen immer relativ gemächlich reingeführt wurde, geht's hier einfach komplett ab gerade. Lass los, Mann, du bringst ihn noch um. Ihr seid am Arsch. Du sollst dich zusammenreißen, ist das klar? Verdammt, sie kommen! Nick, du bringst ihn um! Oh. Nick, du erstickst ihn! Er hat keinen Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich, ich wollte ihn nicht. Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Oh. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich muss das mit der Maus machen und ich hätte das nicht. Ja, gut, Freunde und Freundinnen. Das wollte ich nicht. Also, Nick, was hast du denn da getan? Aber Freunde, wir machen, sorry für die Unterbrechung. Wir machen das mal ein bisschen leiser wieder. Weil das ist ja jetzt hier echt durchgehend mit Actiongeräuschen und so. Ja, Mervyn, tut mir leid an der Stelle. Weiß auch nicht. Ich wollte Nick noch abhalten, aber Nick hat einfach, ja, rest in peace. An der Stelle. Ey, Nick, was hast du da getan? Er hat ihn einfach so lange. Also, er wollte ja nicht, dass er schreit, damit das Vieh nicht angezogen, aber er hat ihn einfach erstickt dadurch. Also, Nick, wirklich brutal. Ja, Salim. Den mögen wir. Salim werden wir überleben lassen, denke ich. Also, wenn wir die Chance haben. Wenn Nick natürlich wieder auftaucht und da irgendwelche Erstickungskünste macht. Salim Osman. Dann haben wir natürlich wenig Chancen, ne? Captain! Doc! Hada tisma'ni? Hada risale, hawl! Captain! Zift! Doc! إذا قدرت تسمعني أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج حول أخس
I'm going to hand him a Sharia and Lahar and Lah. That's the ham, as we'll see, the Fred Milad Ibni. So, la, the Kuala Babana, la. La, we can't get in. La, we can't get in. Bus, I'm going to find Ich finde sehr cool und für die Atmosphäre des Spiels auch sehr passend, dass Salim durchgehend irakisch spricht. Und wird zwar kein Wort verstehen, aber ich meine, wir können es ja durch die Untertitel lesen. Aber es gibt halt dann für die Authentizität des Spieles doch deutlich mehr her. Also finde ich cool gemacht. Und ich finde halt krass, dass, ich meine, wir sind in der dritten Folge. Die erste Folge war ja mehr oder weniger Prolog. Das heißt, wir sind eigentlich in der zweiten Folge des Hauptgames. Hier ist noch jemand gestorben. Wer war das denn? Also es war auf jeden Fall einer von den Marines, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wer das war. Ich glaube, keiner von denen, die uns wirklich namentlich vorgestellt wurden. Boah, der wurde aber offensichtlich auch übel zusammengerissen, da der Boy. Boah, ich habe immer so ein bisschen Schiss hier bei den ganzen Ecken, wenn ich ehrlich bin, wenn wir da so reinleuchten, dass... Da haben wir eine weitere Vorausschauung. Irgendjemand klettert da hoch und dieses komische Froschvieh will ihn daran hindern, okay, oder sie, je nachdem. Aber fassen wir mal kurz zusammen. Also, Joey ist tot. Konnten wir absolut nichts für. Ich glaube, das war gescriptet. Also hatten wir wirklich, glaube ich, keine Entscheidung. Außer wir hätten halt im Vorfeld irgendwie was, irgendwas machen können. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn wir... Okay, Salim hat kein Gewehr mehr, das ist schon mal nicht so gut. Also Joey, wie gesagt, hatten wir keine Möglichkeit an sich. Außer wir hätten vielleicht ganz am Anfang irgendwie zum Beispiel sagen müssen, ja doch, wir nehmen Luftunterstützung mit oder so und was der Geier was. Aber also in der Situation selber hatten wir ja keine Chance. Diese Clarice hatten wir auch überhaupt keine Chancen. Die ist ja auch einfach gescriptet weggerissen worden da von dem Vieh. Ja, und den Nick halt auf dem Gewissen hat, ist Merv. So, einfach mal mutig rein in der Materie, wa? Ja. Gucken wir, ob es hier noch irgendwas gibt. Gibt es aber nicht. Das heißt, wir gehen jetzt durch diese Tür mit Salim weiter. Mal sehen, was uns dahinter erwartet. Das Ganze werden wir aber auch erst in der nächsten Folge erfahren. Wie gesagt, an der Stelle nochmal RIP Joey, RIP Kravis, RIP Mervin. Ja, Ruhe und Frieden, meine Freunde und Freundinnen. Also jetzt natürlich nicht ihr, sondern hier die drei Protagonisten des Spieles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.